Ja, hallo Leute, wir sind hier bei The Binding of Isaac. Ich wollte jetzt einfach mal einen Run mit euch starten. Das ist jetzt mein erster Run auf diesem Kanal oder allgemein mein erster Run auf YouTube. Das wird nicht regelmäßig kommen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal mache. Ich wollte es einfach mal so aufnehmen, weil ich gerade Lust auf Isaac hatte und auf einen Run und finde, dass auf unserem Kanal nochmal was kommen könnte. Ja, Samsung habe ich noch nicht freigeschaltet, aber den Rest schon. Und ich fange mit Kane an, weil ich Kane irgendwie am liebsten von allen mag. Dann auf in die Isaac. Auf in die The Binding of Isaac World. Ja, erster Raum, sofort Miniboss. Wie geht's denn schöner? Oh naja. Da wir Kane haben, machen wir ein bisschen Damage. Oh Gott. Und haben sofort Emperor. Im Übrigen, ich spiele das Spiel jetzt aktiv seit 2 Wochen. Aber kann mir Karten überhaupt nicht merken. Genauso wenig wie alte. Oh Gott. Genauso wenig wie Items oder sonst was. Das war dumm. Egal, wir haben da drüben ein halbes Herz noch liegen. Ah, der Harlequin. Das wusste ich jetzt noch, weil ich Harlequin recht oft sogar kriege. Aber ja, ich will mich nicht beschweren. Harlequin ist eigentlich sogar recht gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Run gehen wird. Da ich weder der totale Vollnoob bin, noch der überdimensionalste Overpro. Mal sind meine Runs richtig gut, mal richtig scheiße. Es kommt dann ganz darauf an, wie ich spiele. Was ein Wunder. Naja. Jetzt habe ich den Namen nicht gelesen. Egal. Sonst hätte ich jetzt so coole Namen gesagt und. Ich würde gerne wissen, was die Karte macht, aber jetzt geht's erst recht nicht. Und tut mir leid, wenn ich in Bosskämpfen ein bisschen ruhiger bin. Aber ein bisschen Concentration gehört schließlich dazu. Okay, ich wollte nur gucken, ob da ein blauer Stein war. War es aber nicht, zumindest nicht da, wo ich hingeguckt habe. Ach, die Dinger sind auch recht einfach. Okay, würde ich sagen, können wir in die nächste Welt, auch wenn da der Geheimraum ist, aber da wir keine Bomben haben und an diese da unten nicht drankommen, würde ich sagen. Und was passiert uns diesmal? Oh nein, wir haben kein Klopapier mehr. Oh nein. Isaac, du hast, oder Kane, du hast mein Mitleid. Ich hasse diese Räume. Weil ich finde, dass die Spinnen nervig sind. Aber richtig. Die sind sehr nervig. Ich meine, sie sind zwar nicht wirklich stark, aber sind nervig. Nervig. Naja. Aber bis jetzt hatten wir eigentlich noch keine großen Komplikationen. Ich meine, wir sind for life, bekommen Herz in den Arsch geschoben. Und da unten ist eine super Form. Und hatte ich nochmal Glück, dass er. Hätte auch anders laufen können. Ich habe mich verdummt, dass wir uns da eingesperrt haben. Und solche Räume weiß ich auch, wo die Gegner so eingesperrt sind. Ich will jetzt mal. Danke! Ich nehme nie wieder Pillen, ohne zu wissen, was sie machen. Da war gerade großer Leck. Oh naja. Zum Glück kriegen wir alles wieder zurückerstattet. Oh, ich bin gerade voll ein bisschen erschrocken. Wir kriegen Herzen en masse.
Wir können dreimal sterben und wir sind wieder voll hilf. Guck. Fast jedem Raum ist einfach so eine scheiß Dinges, so ein scheiß Herzen. Sowohl volle als auch nicht volle. Also volle Herzen. Ganze Herzen. Also nicht volle. Das war gerade ein bisschen knapp. Ach, boom. Das Item habe ich heute noch bei Holly gesehen. Ich habe mir heute noch mal eine ältere Folge von seinem The Binding of Isaac Let's Play angeguckt. Da habe ich dieses Item gesehen und wollte es auch haben. Weil ich es mega cool finde. Allein, ach so, die Karte. Allein darüber zu bestimmen, wann eine Baumnuss explodiert. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh Gott, okay. Allein der Moment, wenn du entscheiden kannst, wann eine Bombe explodiert. Explodiert sie jetzt? Oder jetzt? Oder... Oh, doch, kein Geheimraum. Schade. Mit 4 Münzen lohnt es sich nicht, in den Shop zu gehen. Allein so kann man sich auch mega den Bossraum zeigen. Und da wir so viele Herzen haben, möchte ich... Mano! Ah, da oben können wir noch hin. Weil wir so viele Herzen haben, möchte ich da oben dem Raum hier einen Besuch abstatten. Okay. Netter Raum. Überhaupt nicht arschig, der Raum. Netter Raum. Naja, diese Ebene haben wir eigentlich auch außer dem Geheimraum und den super Geheimraum. Also würde ich einfach mal sagen, auf in die nächste Ebene. Mein Hals wird langsam ein bisschen trocken. Ich hätte vielleicht vorher was trinken sollen. Nee, vielleicht vorher was trinken sollen. Aber und da wird die Fliege befreit. Und ja, ich weiß, dass aus diesen Kackhäufchen ein goldener Scheißhaufen entstehen kann. Aber naja. Ich persönlich halte. Oh, fuck. Habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken und war ahnungslos. Bitte, bitte, bitte. Ja. Oh Gott. Und ich wette, jetzt, weil wir schon ein Herz verloren haben, bekommen wir kein einziges Herz dazu. War der Raum echt nur einfach. Was macht mal Justiz und was the World? Okay, Justiz hätte ich schon früher nutzen können. Was macht the World? Ah ja, wir sehen die Welt. Irgendwie, ja. Yay, hell sehen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zuerst in den Itemraum. Oh, der so. Oh, der Geheimraum wird auch angezeigt. Oh, wusste ich gar nicht. Das? Oh mein Gott, wie cool. Oh, toll. Ich finde es gerade voll cool. Also ich hatte dieses Item noch nie. Es ist gerade das erste Mal, dass ich das Item benutze. Und ich habe es, wie gesagt, auch heute das erste Mal erst gesehen. Und oh mein Gott, ich finde es jetzt schon mega cool. Du spawnst keine Spinnen. Du schon, sogar zwei. Okay. Du spawnst mit für den anderen mit. Ah, es war Space. Dann müssten wir mehr Karten bekommen, soviel ich weiß. Damit bin ich gerade eben schon oft genug fast gestorben. Das Item bewirkt, dass wir also so explosive Munition haben und diese so noch Giftschaden macht. Ja, komm. Also. Heißt, wir brauchen die Bomben nicht mehr. Aber heißt, wir können auch super nach Räumen suchen. Ich direkt mal die Chance nutzen. Schade. Aber es wird es auch so, wenn wir irgendwie vor einem Stein oder so sind, kriegen wir sofort vollen Schaden ab. Und das war dumm, weil ich hätte die Münzen bekommen können.
Oh ja, der Herzchenraum. Wenn wir jetzt noch so einen Dingensautomaten finden. Und das Gute ist, da wir einen Begleiter haben, können wir uns auch im Notfall an solche Viecher drankommen. Mit 18 Münzen gehe ich in den Shop. Herz brauchen wir nicht, aber das würde ich gern gucken. Mom's Pills. More Trinket Rooms. Das ist gut, würde ich einfach mal sagen. Ah, wir haben den Raum schon gefunden. Okay, komm, ich auch schade. Ich wollte die Bomben so legen. Okay, jetzt haben wir auch so Boom nicht mehr. Ach ja. Also wie gesagt, damit, also wenn ich jetzt hier vor einem Stein stehe und dann explodieren lasse, bekomme ich die volle Explosion ab. Das ist dann nicht mehr ganz so schön, aber wir können hier die Münzen holen. Oh Gott. Warum bin ich so inkompetent? Hier hätte ich gern Grumpy's Head. Sorgt dafür, dass ich die Fliegen spawnen lassen kann. Und die wären jetzt super als Begleiter. Nehmen oder nicht nehmen, nehmen oder nicht nehmen, nehmen oder nicht nehmen. Was war das? Okay, Teleportation. Okay, gut. Okay, damit TP wir uns einfach nur. Aber da wir jetzt ja eh... Ich will Boom wieder haben, um ehrlich zu sein. Weil damit kann ich wenigstens noch getimte Bomben zünden. Und das erinnert mich gerade mega an Betoom. Also, an alle, die Betoom nicht kennen, Betoom ist ein Anime-Manga. Ich lese die Manga, also ich lese den Manga. Und das ist halt so, da ist ein so ein Typ, der kommt halt in diese... Ich erkläre es voll blöd. Ja. Ah, okay. Nein! Dieses Hindernis! Und da ist halt dieser eine Typ, der, Ryota heißt der? Meine ich gerade, auf jeden Fall. Der spielt immer das Spiel Betoom. Und der ist halt so ein Weltmeister drum, bla bla. Und. Nein, ich noch. Nein. Und er ist also und dieses Spiel handelt sich halt um Bomben. Das war auch Zufall. Ja, also dieses Spiel handelt von Bomben und allgemein. Bomben wie zum Beispiel den Timer-Typen, heißt man kann halt. Also die Bomben brauchen 10 Sekunden, um zu explodieren zum Beispiel. Und wenn man kann, also man wird da halt nominiert von fremden Leuten oder halt von Leuten, die man kennt, auch Spielautomat. Und ich erkläre es gerade richtig kacke, weil ich gerade überhaupt nicht erzählen kann, konnte ich noch nie, während ich irgendwas spiele. Finde es nur ganz schwierig. Auf jeden Fall, wenn du halt irgendwas Schlimmes gemacht hast, kannst du nominiert werden als schlechte Person, dann kommst du auf so eine Insel und kannst dieses Spiel in Real Life spielen. Und ja, also der Anime-Manga ist mega cool, ich kann ihn nur weiterempfehlen. Und ja, wie gesagt, ich kann ihn nur weiterempfehlen. Pretty Fly. Wenn ich jetzt von den Automaten schieße, geht die Kugel durch den Automaten oder? Egal, ich sehe es ja gleich. Yay, money, money, money. Ist hahaha funny. Zwei Pretty Flies. Das ist auch gut. Also ich habe mich gerade gewundert, wo unsere Kugel liegt. So, 3 Münzen bekommen. Oh, sah nach 2 aus, deswegen. Oh Gott, okay.
Die machen jetzt mittlerweile ein Herzschaden. Oh. Das ist gut zu wissen. The Moon. Ich habe vergessen, was The Moon war. Egal, wir haben doch Herzen. Ich habe gerade Angst, ich habe richtig Angst, in die Stacheln zu laufen. Irgendwas schön außen rum gehen. Och ja, eine Pille. Aber hatten wir noch nicht. Luck Up! Luck Up war, meine ich, dafür da, damit wir mehr Glück bei Pillen haben. Meine ich? Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, was die Sachen hier angeht, ich habe in dem Fall Alzheimer. Ach ja, und ich beneide alle, die SAO im Kino gucken wollten. Oder konnten. Also SAO 2. Oh Gott. Weg dich, du darfst nicht nahe kommen. Oh Gott, das darfst du auch nicht machen. Der Verschluss, ich weiß nicht, was dieser Verschluss macht. Ich kann zwei Items haben. Seit wann kann ich zwei Items haben? Ach, ich hinterfrage es gar nicht erst. Oder vielleicht wegen diesem Beutel. Gab dir das auch dazu? Ach, ich nichts wissen. Na warte, vielleicht da oder da. Okay, nein, schade. Nein. Ich würde gerne The Moon gucken, was es macht. Ah, es teleportiert mich also in den geheimen Raum. Okay. Du. Je mehr du weißt. Oh, schade. Komm, ich spiele ein bisschen Fußball. Yay, Tor. Oh Gott, ich bin gerade mega erschrocken. Aber okay, alles gut. Holy Heart. Mal gucken, ob wir ein zweites Holy Heart finden. Eine zweite Hälfte. Das war doch schön. Also für solche Räume ist dieses Item mit dem explosiven Ding mega geeignet. Besonders auch für diese. Boah. Ich meine, ihr habt ja gut. Oh ne, das ist eine super Form von Piep. Oh. Oh Gott. Dieses Auge. Dieser Speed. Also ganz ehrlich, so schlimm fand ich Piep jetzt gar nicht. Na, ja, ich guck nochmal eben in dem Raum da unten vorbei. Links neben dem Geheimraum ungefähr. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Räume nennt. Ich muss sagen, gerade stelle ich mich nicht ganz so doof an wie sonst. Das ist doch auch schon mal was. Ach ja. Gar nicht so blöd. Also ich... Oh, ich hasse es, wenn es in dem Raum so ein Seelenherz gibt. Weil ich das dann nie brauche. Das Holy Heart dürfen wir nicht vergessen. Hätte ich nämlich fast. Genau, genau. Holy Herz. Heiliges Heart. Heiliges Heart. Holy Heart. Heiliges Herz. Es ist spät. Okay, es ist...
kurz vor 12. So spät ist es jetzt auch nicht. Bekommen wir eigentlich dann einen Herzcontainer dazu oder? Ach, ich weiß es nicht. Yay! Das habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube schon. Warte, wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Ich mache einfach so. Oh Gott. Hero Fund. Also gerade weiß ich, was die Dingens gemacht hat, die Kerze. Aber spätestens morgen weiß ich es nicht mehr. So, mache ich es erstmal. Hier. Für Gehörne ist es natürlich auch mega praktisch. Oder auch für die Masken allgemein. Aber nee, für die Masken war das gar nicht so toll. Ja, und du kannst auch Abstand nehmen. Nein. Ich lasse mich lieber treffen. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen, wenn ich die jetzt nochmal gekickt hätte. So zu mir und dann bam, tot. Das war so eine Instant-Kill-Bombe. Kenne einfach was nicht, aber stell dir mal vor, die gelbe ist in Isaac. Ein bisschen schwerer dann. Oh Gott. Ihr Narren. Ihr Narren. Ah, Stundenglas. Mache ich lieber die Gegner ein bisschen slow. Beziehungsweise verlangsamen die so stark, dass sie sich eigentlich nicht mehr bewegen können. Ich will mir eigentlich immer diese Nonnenhaube kaufen. Warum weiß ich es selber nicht? Aber dafür Item. Egal. Okay, ich habe keine Ahnung, was es das heißt. Genau. Egal. Oh Gott. Oh, ich liebe die Pretty Flies oder Cube of Meat dafür. Lass sie uns so beschützen. The Joker teleportiert uns. Ah, das sind die Fliegen. Jetzt die Frage. Slow oder fliegen? Das heißt wieder Anfangsleben, aber. Bloop. Und die fliegen mich jetzt verarschen. Ist gerade eine echt wegen drin. Und da ist der Schlüssel. Pretty Fly. Mehr schöne Fliegen. Ba, 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 ba. Oh Gott, okay, kurzer Leck. Leck Bier, nein. Okay. Bim, 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 bim. Mom's Pearl. Ja.
das Ei brauchen wir jetzt nicht. Das Ei war ja dafür da, dass wir mal so ein Giftding schießen. Wir brauchen jetzt aber kein Giftding. Krebs brauchen wir auch nicht, da wir eh nicht schneller schießen können. Mann. Das ist einfach zwei Herzen, wenn wir ein bisschen Lowlife waren. Oh Mann, oh. Seelenherzen. Nicht die Zecke. Weg. Weg mit euch. Weiter. Noch mehr. So, du kommst da in die Ecke. Du Zecke. Nicht zu mir. Okay. Ich hätte jetzt ein bisschen gelacht, wenn die Zecke jetzt wieder genau auf uns gegangen wäre, wenn wir die deswegen eingesammelt hätten. Haha, lustig. Nein. Müssen wir mehr auf blaue Steine achten. Ich habe das Gefühl, hier sind mega wenige. Oh, ich habe das Gefühl, ich bin blind und übersehe die ganze welche. Deswegen suchen wir die blauen Steine. Ba, ba, da, ba. Blaue Steine überall. Ba, ba, ba. Blauen Steine finden wir nicht. Ach, wenn wir getroffen sind, erfüllt sich Dingens auf. Mom. Holy Heart. Bam. Ich suche jetzt, also ich würde sagen, wir suchen jetzt noch eben den geheimen Geheimraum, den wir schon gefunden haben. Okay, dann auf die nächste Ebene.